Moin Leute, ich werde andauernd gefragt, welchen Controller ich verwende, welche Einstellungen oder ja, was ich weiterempfehlen könnte. In dem heutigen Video werde ich ein klein wenig drüber sprechen und natürlich nebenbei noch ein klein wenig Call of Duty Gameplay. Und meiner Meinung nach hat jeder hier einen eigenen Controller-Geschmack und natürlich auch andere Vorstellungen, wie man hier in Call of Duty gerne spielen möchte. Und hier, ich bin halt einer, ich wasche gerne, habe dadurch eine höhere Empfindlichkeit drin. Ich habe aber nur minimale Änderungen vorgenommen. Wenn ihr aber Bock habt, könnt ihr die gerne nachbauen und mal probieren für ein paar Runden. Und hier, bitteschön, meine Einstellungen. Hier drin hätte ich relativ wenig umgestellt, da ich einen eigenen Controller besitze mit ein paar anderen Funktionen, den ich gleich nochmal vorstellen werde. Aber ich hätte hier die Empfindlichkeit höher gedreht auf verrückt und auch hier vertikal auf verrückt gestellt. Wenn ihr wollt, gerne nachmachen und probieren. Und ja, Vibration hätte ich aktiviert. Auto-Aim deaktiviert, sonst hätte ich hier überall Standard, denn ich finde es eigentlich relativ gut. Aber Sprint nach und nachladen habe ich auch Abbrechen gemacht. Und ja, dann hätte ich hier drinnen noch Bildrauschen deaktiviert für mehr in der Bildqualität. Dann nochmal Untertitel deaktiviert und Tipps halt deaktiviert, weil ich den nicht brauche. Und ja, dann hätte ich hier relativ wenig Änderungen. Ja, Schimpfwörter aktivieren noch. Zerstückel Leicheneffekte, die braucht man eigentlich nicht, nur wenn man hier Waffen im Shop kauft. Lautstärke habe ich runtergedreht wegen dem VTOL. Treffergeräusche können auch gerne ändern, habe ich gar nicht hier gewusst am Anfang. Aber ja, klassisch oder ohne oder halt natürlich normal Modern Warfare, wie ihr wollt, könnt ihr gerne ändern. Beim Mikrofon hätte ich noch minimale Änderungen, die braucht ihr aber nicht nachmachen und dann wäre ich eigentlich schon hier fertig im Menü. Bei meinem Naken Controller habt ihr eine Menge Möglichkeiten mit dabei, ihr könnt Profile runterladen und teilen, Profile erstellen, anpassen, natürlich auch Einstellungen oder Update runterladen. Nach dem letzten Update musste ich nochmal von vorne beginnen und ja, hier die Vibration hätte ich höher gestellt. Ich komme einfach damit gut klar und bei einigen Spielen hat man dadurch auch kleinere Vorteile. Ihr könnt ihr aber auch gerne deaktivieren, wenn ihr gerade keinen Bock drauf habt. Aber ja, ich habe die immer aktiv und könnt ihr auch gerne nachmachen, wenn ihr wollt. Die Beleuchtung hätte ich hier auf Mittel und hier die Leuchtstärke auf Hoch. Und nur noch mal angemerkt, den Controller könnt ihr euch relativ günstig holen. Aber ja, keine Werbung hier an der Stelle. Die machen auch keine Partnerschaften, wollte ich nur erwähnen. Naja, egal. Ihr könnt den Trigger nochmal anpassen, nochmal mit einem Trigger-Stop, wenn ihr einen haben wollt oder nicht. Auch die Empfindlichkeit könnt ihr nochmal hier verändern oder halt auch die Reaktionskurve. Mein kleiner Tipp, ihr könnt den auch gerne unten nochmal hier die Tasten programmieren und die Sticks nochmal anpassen. Wie genau? Ganz einfach hier. Im Menü bei der Tastenzuordnung könnt ihr eine Menge Änderungen vornehmen, aber ich habe hier relativ wenig getan. 8 Wege für nochmal hier Kampfspiele, manchmal hilfreich, aber bei vielen Spielen unnötig. Und hinten hätte ich noch hier ein paar Tasten belegt. Ich hätte hinten Dreieck, Viereck, Kreis und X. Und nur mal angemerkt, die Tasten verwende ich eigentlich gerade gar nicht, ich verwende immer nur die Tasten vorne, aber jeder wie er will. Beim Trigger habe ich keine Änderungen vorgenommen, aber ihr könnt theoretisch den Trigger-Stop reinmachen, bedeutet ihr könnt ihn nicht komplett durchdrücken, wenn ihr wollt, gut für Shooter-Games, aber nicht so unbedingt gut gerade für Autorennspiele. Wenn ihr den auf volle Pulle dreht oder hier die Empfindlichkeit runter macht, habt ihr natürlich auch andere Vor- und Nachteile, wie ihr immer wollt, aber ich habe den nicht geändert, weil ich finde eigentlich hier den komplett in Ordnung und tja. Von den Sticks hätte ich hier Empfindlichkeit hoch und die Todeszone auf gering. Die Reaktionskurve hätte ich auch normal gemacht, ihr könntet die aber auch gerne ändern. Für Arcade Games oder für hier Kampfspiele könntet ihr die nochmal hier höher stellen. Man könnte hier spezielle Attacken schneller aktivieren oder ihr könntet theoretisch halt auch hingehen und für Shooter die Kurve nochmal kleiner machen. Man könnte die nochmal leichter treffen, aber euer Nachteil wäre natürlich die Empfindlichkeit, die wäre natürlich langsamer. Könnt ihr gerne machen wie ihr wollt und ändern, aber ich habe hier auf neutral und ohne Änderung. Wenn ihr wollt, gerne nachbauen und probieren. Und mein kleiner Tipp noch, kauft euch den Controller. Ich finde ihn echt gut, liegt gut in der Hand, hat eine Menge Möglichkeiten mit dabei, kann man gut umprogrammieren, funktioniert für den Computer und für PlayStation und wäre noch relativ billig. Na gut, ich denke mal, jeder von euch hat hier natürlich andere Vorlieben beim Controller und Einstellungen, aber wenn ihr wollt, könnt ihr die gerne probieren, wie schon erwähnt. Oder ja, wenn ihr einfach nur gucken wolltet, hier bitteschön. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr noch neu vorbeischaut, gerne meinen Kanal abonnieren. Und ja, ich habe ein Video gemacht mit Tipps und Tricks für Aim verbessern, da gerne vorbeigucken. Wäre vielleicht hilfreicher wie hier. Aber egal, haut rein und bis zum nächsten Mal.